Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Wir sind heute wieder mal als Terraner, wie schon in der letzten Folge. Diesmal aber ein TVP, was mir doch deutlich besser gefällt als ein TVZ. Denn ich kann überhaupt nicht gegen Banning umgehen. Wie wir in der letzten Folge auch gemerkt haben, gegen Storm kann ich übrigens auch nicht umgehen, aber die Chance, dass ich vorher schon mal ein bisschen was reisen kann, die ist da doch deutlich höher gegen Terraner, gegen Protoss. Gegen Terraner bin ich wieder schlechter. Gegen Protoss kann man nämlich wunderbar droppen und das ist das, was ich heute hier plane. Mal schauen, ob sich das so in die Tat umsetzen lässt. Po ist im Bau, natürlich dann gleich auch wunderbar die Kaserne. Da ist sie schon. Zack. Uns fehlen Mineralien. So, ich denke, wir werden jetzt mal versuchen, hier zu verhindern, dass unser Gegner hier reinfährt. Denn was wir eigentlich machen wollen, oder sollen wir mal wieder meinen Drop spielen? Ich glaube, wir spielen mal wieder meinen Drop. So. Hätten wir eigentlich noch ein bisschen früher Gas nehmen müssen. Okay, unser Gegner hat uns gescoutet und ist mit der Probe zu einer interessanten Stelle gefahren. Möglicherweise kommt da auch Cheese. Da müssten wir mal eben gleich kurz nachgucken. Das gefällt mir gar nicht. Deshalb unseren Plan doch nochmal ein bisschen ändern eventuell. Weil eigentlich war mein Plan jetzt direkt hier einen Reaktor zu bauen. Machen wir jetzt auch. Okay, hier ist nichts. Gehen wir mal an die üblichen Proxy-Locations. Depot bauen wir mal erstmal nicht weiter. Holen uns eine Exe. Also ich habe meinen Plan, wie gesagt, ein bisschen geändert. Ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich einen Drop spielen wollte, hätte ich schon früher das zweite Gas nehmen müssen. Vor allen Dingen, wenn ich einen Widowmine-Drop hätte spielen wollen. Wir werden jetzt gleich versuchen, die Factory möglichst früh zu nehmen. So. Zack. Das mal eben schnell weiterbauen. Und dann eine Factory auf den Weg setzen. Hier sollte auf jeden Fall ein Pylon kommen oder sowas. Zumindest nochmal ein späterer Scout, den wir jetzt verhindert haben. Er wird jetzt halt scouten, aber das ist uns ziemlich egal. Im Gegenteil, wir werden das sogar annehmen, diesen Scout. Oh, Mothership Core Rush. Das sollte nicht funktionieren. Den sollten wir eigentlich töten können, ja. Zack. Stellen wir mal uns hier in unsere Eco-Line. Falls doch noch ein Oracle kommt. Und falls ein Oracle kommt, wollen wir auch dringend eine Widowmine haben. So, was wir als nächstes machen wollen, ist dann den Starport holen. Okay, da kommt schon Mothership Core und da hinten kommt Doppel Dings. Bauen wir einen Liberator. Wir haben ja auch schon unsere Echse, von daher alles ganz gut. Natürlich jetzt aufpassen, dass er nicht wieder mit dem nächsten Mothership Core hier rüberfliegt. Aber ich denke, die Chance sollte eher gering sein gerade. Ich denke, wir haben eigentlich Aggression ganz gut abgewehrt. Ich denke, er wird jetzt expandiert haben hinterher. Wir werden das aber versuchen, natürlich mit dem neuen Liberator zu bestrafen. So ist erstmal der Plan. Was wir allerdings auch machen, ist mit den nächsten 50 Energie, die jetzt ja gleich schon da sind,
Wobei hier sogar auch welche wären. Einmal hier reinscannen, was hier als Follow-up kommt. Twilight Council expandiert hat er. Gut, Liberator fliegt auf jeden Fall mal rüber. Komm, wir machen mal tatsächlich hier eine Banshee. So, komm, ich will mal Stim mitnehmen. So. Dafür reicht die Energie nicht. Zack. Stalker werden gewarpt. So, Liberator hat überlebt, sehr gut. So, Banshee bauen. Uns fehlt Energie. So. Ich denke, es soll jetzt hier gleich Liberator sei schon. Ich bin derjenige, der Liberator spielen könnte. Es sollte gleich auf Adepten hier weitergehen, denn er hat ja die Twilight Council gespielt. So, wo ist denn mein Liberator hin? Hier. Einmal bitte repairen. So. Ne, noch eine Banshee gleich hinterher. Damit Schilder und Bio vorbereiten. Außerdem hier, er könnte natürlich auch noch auf die Tees gehen, deshalb sollten wir auch dringend hier uns Taction holen. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Marauder mit dazu. Forschung abgeschlossen. Gut, Banshee ist da. Warten wir auch eben ein bisschen mit der Banshee, bis die nächste auch mit dazu kommt. Denn das würde uns dann doch deutlich mehr bringen. So, eben hier zuholen. Sieht aus, als sei die Forschung abgeschlossen. Zack. Der Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Okay, Warpress war nicht so geil. Okay, Detection hat er hier. Das heißt, wir werden es mal mit der hier schnell machen. Wenn hier die Möglichkeit besteht. Darkshrine hatte er nämlich im Bau, hat aber inzwischen wieder gecancelt. Robo baut hier vernünftig weiter vor sich hin. So. Was mir natürlich fehlt, ist ein solides Makro hinterher. Wo ist denn der Liberator? Volle Kraft voraus. Schlechte Neuigkeit? Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Bereit machen, Jungs. Es kann losgehen. Bestätige Flugroute. Upgrade durchgeführt. Beziehe Stadt. So. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Wir holen auch mal ein paar Liberator dazu. Wir dürfen nur nicht zu wenig Medivacs haben. Das war ja letztes Mal schon ein Problem von uns. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Uns fehlt der. Ist natürlich gar nicht drauf geachtet, ob er hier schon eine Echse hatte. Möglicherweise schon. Nee, hat er nicht. 0-0.
So, Ziel ist natürlich gleich Liberator bauen zu können. Das ist gegen Protoss immer eine sehr schöne Geschichte, wenn man das machen kann. Und ansonsten halt einfach auf ganz stinknormal Bio zu gehen. Gut, dass ich hier so viele Dingens gebaut habe übrigens. Das ist nicht notwendig. Jetzt habe ich 3 Engineering Bays. Naja. So, weitere Liberator, weitere Medivacs. Brauchen wir beides. Ich sichere mich jetzt trotzdem übrigens nochmal mit dem ab, denn die Chance, dass er nochmal auf sowas geht, nachdem er ja schon vorbereitet hatte. So, das heißt vermutlich, dass er das hat. Versorgung gibt das nichts. So. Und was jetzt? Bestätigt. Einsteigen oder aussteigen? Das ist kaum noch erwartet. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. So, das sieht aber ganz gut aus, auch wenn er hier uns natürlich die Echse zerschnetzelt. Sind wir aber hier noch wunderbar am Start. Was hat der für Upgrades? Ist eigentlich ziemlich egal. So. Upgrade durchgeführt. So, GG. Sehr schön. Haben wir noch den Cheese am Anfang abgewehrt. Und naja, das Makro-Game gewonnen, traue ich mich jetzt nicht zu sagen, weil da waren definitiv noch Verbesserungsmöglichkeiten, um es vorsichtig auszudrücken. Denn wir hatten schon wieder relativ viele Ressourcen. Auch der Bau von Medivacs, der war immer ein bisschen schleppend. Das ist ein großes Problem, habe ich festgestellt. Ja, gerade im letzten Spiel auch schon. Und ja, da gilt es noch, vernünftig was dran zu ändern. Wir sehen hier, wir waren zwischendurch ziemlich weit vorne, sind dann aber doch arg gefallen, als er gepusht hat. Das lag natürlich auch daran, dass ein Großteil unserer Armee in 2 Medivacs war in seiner Mainbase, während halt seine komplette Armee gegen uns gefightet hat, bis auf das, was er halt nachträglich rangewarpt hat. Deshalb haben wir natürlich da auch nicht ganz so toll getradet, aber das habe ich schon relativ zeitnah gesehen, dass wir das mit den Reinforcements halten können sollten. Natürlich hat uns das Schaden gemacht. Unsere Dritte hat ordentlich darunter gelitten. Hier, wir sehen, wir haben einige Worker verloren. Wir waren auch hinten in den Workern, aber in den Abbauraten für Ressourcen eben nicht, da wir ja Mules hatten. Und unsere Dritte auch relativ frühzeitig schon genommen hatten. Aber ich habe mir gedacht, dass wir das halten können. Und in der Main haben wir schon relativ viel Schaden gemacht. Wir haben Pylons rausgenommen, sodass er nicht weiter reinwarpen konnte. Denn die Pylons haben mir die Gateways gepowert. Und wenn die Gateways anpowert sind, kann er halt nichts mehr reinwarpen. Das war halt mein Ziel. Auch das Templars Archive haben wir rausgenommen. Das heißt, auch weitere Items waren nicht möglich. Ich weiß nicht, ob er Storm hatte, weil er hat es vorgezogen, die Medivacs zu feedbacken, anstatt meine Armee zu stormen. Meine Armee, die in seiner Mainbase war, also die 2 Medivacs voll. Ich glaube, mit Storm wird das anders gegangen. Vielleicht hat er aber auch einen Verstorm nicht erforscht, vergessen oder nicht genug Energie gehabt. Beides ist möglich. Wir werden es nie herausfinden, aber wir werden das nächste Mal wieder spielen. Hoffentlich mal nicht als Terraner, sondern ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Fände ich ganz schön. Das war es auf jeden Fall für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken und jetzt für ein anderes Projekt von mir und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.